Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Runde Sherlock Holmes Chapter 1 und ja, ich bin ein bisschen addicted. Wo bin ich eigentlich? Achso, vor der Polizeistation, genau da wollte ich ja hin. Ich bin ein wenig süchtig nach diesem Spiel, to be honest. Ich liebe das wirklich. I visited the location where the three robbers killed each other over some stolen loot. But I wasn't the first to inspect the scene, was I? No. Officer Schmidt arrived there first, just hours after it was reported. Poor Schmidt. That same day, he received news that his dear old grandmother in Austria had died. He had to leave for the funeral immediately. He is anything but poor. I doubt he'll be coming back. It was he who killed the last robber and took the loot for himself. Blast it. I knew he was acting suspiciously. He may be beyond our reach now, but I'll be sure to expose the little weasel when I write my report. Nice work. Feel free to take another case. We make a great team, you and I. Ich weiß, ich spiele das Hauptspiel gerade null weiter. Aber, to be honest, das macht hier gerade viel zu viel Spaß. Bericht Nummer 1810. Nummer 1810. Zwei Männer wurden auf dem Friedhof unweit eines offenen Grabes tot aufgefunden. Beide Opfer wiesen Bissspuren am Hals auf. Opfer John Bowden, Friedhofswärter. Said Hafez, Assistenzprofessor am Gordon Medical College. Verdächtige Hamil Aki, Gerber, Camille Aki, verstorben, angeblich eine Vampirin. Zeugen Leandro Barbieri, Reporter Joe Vagabund. Die Hinweise deuten zumindest auf die theoretische Möglichkeit hin, dass übersinnliche Kräfte im Spiel waren. Für den Wachfall sind noch weitere Ermittlungen notwendig. Opfer Said Hafez, 56 Jahre alt, Assistenzprofessor am Gordon Medical College. Leichte Schnittverletzung am Bein, stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf, Verletzung in Form von zwei Punkten am Hals, größere Blutgefäße intakt, minimaler Blutverlust. Todesursache Hirnbluten, also wahrscheinlich, weil er eins auf dem Schädel gekriegt hat. Friedhofswärter, stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf, Verletzung in Form von zwei Punkten am Hals, Todesursache starker Blutverlust aufgrund der verletzten Halsschlagader. Hamil Aki ist der Bruder der kürzlich verstorbenen Camille Aki. Wir haben versucht, ihn zum Reden zu bringen, aber es ist eine harte Nuss. Seine Nachbarn sahen, wie er sein Haus verließ, um Blumen ans Grab seiner Schwester zu bringen. Sie sagten aus, dass er am Morgengrauen zurückkehrte, also schmutzig gewesen sein und müde gewirkt haben. Wir haben ihn sicherheitshalber aufgefordert, Knoblauch zu essen. Der Knoblauch zeigte jedoch keinerlei Wirkung. Das sind Polizisten, wir erinnern uns daran. Ich war gerade mit meinem Abendessen beschäftigt, als John kam, um mal wieder ein Grab auszuheben, aber da war noch jemand bei ihm. Ich musste in meiner Behausung eingenickt sein, aber als ich wieder aufwachte, war alles ganz verschwommen. Ich hörte Schreie und Geheule und dann sah ich Lichtblitze, obwohl es überhaupt nicht gedonnert hat. Das ging nicht mit rechten Dingen zu. Ich verließ meine Behausung, um zu sehen, was da los war, und da sah ich diesen Reporter, Leonardo oder so ähnlich. Er sagte, dass ein Vampir zwei Menschen getötet hat, ganz in meiner Nähe. Mann, ich kann mich wohl glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Ich hatte schon immer den richtigen Riecher für eine gute Story. Ich spazierte über den Friedhof und da sah ich ihn. Den Nekromanten. Ich meine das todernst. Er erweckte eine Frau von den Toten, die daraufhin aus ihrem Grab stieg. Dann befahl er ihr, die zwei Männer anzugreifen, die in der Nähe waren. Anschließend verwandelte sich der Nekromant die wiedererweckte Tote in Fledermäuse und flogen davon. Vor lauter Schreck vergaß ich, das Geschehen zu fotografieren. Aber zumindest von den Opfern fertigte ich anschließend Fotografien an. Das wird eine Titelstory. Also, mal ernsthaft... Oh, jetzt müssen wir wieder zurück zum Friedhof, ne? Ne, aber da waren wir ja schon mal. Das heißt, wir haben einen Schnellreisepunkt, Friedhof von Cordona. Warum könnten wir hier drin stehen? Oh Gott, warum? Warum passiert das? Warum? Weil ich gewohnt bin, mit E mit Dingen zu interagieren. Entschuldigung, bitte. Die Malteserbrücke war ein Geschenk des Malteserordens, der bei der französischen Belagerung Maltas Zuflucht auf Cordona gefunden hat. Okay. Achso. Ich sollte vielleicht auch eine Taste drücken, nur damit es irgendwie weitergeht, ne? So. Dann reisen wir da doch mal schnell zugmäßig hin. Möchte ich mit dem reden? Ne, ich habe das Gefühl, ich verängstige ihn dann wieder nur.
So, Friedhof. Da waren wir doch vor kurzem erst. Jetzt muss man natürlich gucken, wo, ne? Unweit eines offenen Grabs. Wurde hier? Nee, das ist zu. Dann kommt wieder nur, ich weiß nichts und ich verschrecke wieder die ganzen Leute. Ach Gott. Entschuldigt bitte, ich habe wieder das Problem, das ich immer habe mit diesem Spiel. Ich tappe raus. Ohne, dass ich es will. Oh, das könnte... Aha. Am leeren Grab, das sieht gut aus. The flowers are still fresh. Was ist das da hinten? Das ist nur ein Schatten. Was ist das? Jetzt komme ich hier nicht wieder weg. Hallo. Aha, da hinten steht This is a somewhat neglected and dusty hat. We're dealing with a very immoderate bloodsucker here. The stone is rather unwieldy, so it couldn't be used as a weapon. Someone fell and hit their head on it. Das wäre auch tatsächlich mein Gedanke gewesen. Expensive hat with a few gray hairs stuck to the brim. Someone tore their trousers here. The blade is bent from the impact. The bleeding wasn't severe, there are just a few drops. Okay. I never had the patience to find the oldest grave on the island, but this time I'll stick it out till the end. Ich mag ihn ja, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn ich irgendwie noch immer nicht so genau sagen kann, was es jetzt eigentlich wirklich mit ihm auf sich hat. Ich glaube, das kann keiner so richtig. The label is illegible. Wir haben keine frischen Leichen mehr, die unsere Studenten sezieren können. Sie wissen, was zu tun ist, Professor Shelley. Ja. Oh Gott. Das ging bis eben immer noch. Wahrscheinlich muss ich da... Aha. Looks like a set of surgical instruments. One is missing. Ich verstehe schon wieder nicht, was ich tue, aber gut. It's not very polite to just drop in on someone unannounced. Nicely roasted.
psilocybin mushrooms. These are powerful hallucinogens. I wonder how even the most destitute always somehow managed to scrape together enough for a drink. Do we have any marshmallows? John. This must be the vagrant shelter. Quite homely, if you don't mind sleeping next to the corpses. Seien wir mal ehrlich. Leichen sind selten gefährlich. Finde ich jedenfalls immer. Ich konnte das leere Grab auf dem Friedhof ausfindig machen. Bei der Untersuchung des Ortes stieß ich auf eine Schaufel mit verbogenem Schaufelblatt und in direkter Nähe einige Blutstropfen, ein Set medizinischer Instrumente, eines der Instrumente fehlt. Das Abendessen des Vagabunden, halluzinogene Pilze, einen recht schmutzigen Hut, Anwalt eines blutverspielten Steins und einer Blutlache, einen teuren Hut mit einigen grauen Haaren, eine Hutkrempe und ein abgerissenes Stück Stoff an einer Wurzel. Wir haben keine frischen Leichen mehr. Ich fand eine... Das Etikett ist beschädigt. Chemische Analyse. Oh Gott, wie ging das nochmal? Ich hoffe, ich kann das noch. Okay. Oh Gott. Ach so, das geht nicht. Okay, das nochmal zurücksetzen. Moment. Kann ich da irgendwie auf... Kommt da irgendwas bei rum? Damit. Okay. Ich
Okay, aber der Gedanke an sich ist gar nicht so blöd. Wir brauchen diese drei. Kann ich dann so und so? Dich dahin, dich dahin, dich dahin. Und dann hierhin, dahin, dahin, dahin. Yay. Es handelt sich bei der Flüssigkeit um Formalin, das zur Einbalsamierung von Leichen verwendet wird. Okay. Okay. Oh, ah. Es wird dunkel. Darum geht es mir gerade gar nicht. Es geht mir um das Ding. So. John. Where are you? Tu deinen Job, Johnny. Okay, wir haben hier den Betrunkenen. Den können wir, glaube ich, auch nicht verändern. Nee. Der Vagabund bleibt, wer er ist. So. Da hat jemand das Grab ausgebuddelt. Und jemand, der nach den Utensilien sucht. Das ist gut. Der Vagabund gewesen sein? Wer ist denn er? Der Opa mit dem Hut. Nee, aber der kam ja angeblich zu spät. Das ist ja Blödsinn. Hat das eventuell der Fotograf inszeniert? Wie sieht denn der nochmal aus? Das ist der Arzt. Okay, das ist der mit der Brille. Weil er sagte ja, dass er hinterher die Opfer fotografiert hat. Hat er ihn dann aber auch erschlagen? Das weiß ich ja nur noch nicht. Also ich glaube durchaus, dass das der Fotograf war. Aber dann ist das hier nicht der Fotograf. Who the fuck ist das eigentlich? Ne, bleiben wir mal bei dem. So. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ich konzentriere mich doch und nenne ihn nicht Sherry. Das macht mich aggressiv. Okay, wir denken in der nächsten Folge weiter. Vielleicht seid ihr schon drauf gekommen. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.